Gut, dann heiße ich Veni und auch euch allesamt herzlich willkommen zu Castlevania Harmony of the Spear. Ein sehr besonderes Castlevania-Spiel. Mhm. Es ist sehr selten zu sehen, dass dieses gerannt wird und oder auch allgemein gezeigt wird. Denn das Spiel kam... Also, ja? Das war auch das, wo man so ganz weit rausgezoomt ist für gewöhnlich, ne? Ja, wenn man ja, so ja, will. Dann weiß ich welches. Hm? Das genau. Habe ich tatsächlich eine ganze Weile gespielt damals. Ja? Ja, ja. Die aber Besonderheit... Ist halt schon eine Weile her. Hm? Ja, die Besonderheit ist, dass dieses Spiel ursprünglich rauskam, nicht wirklich als ein normales Castlevania-Spiel, sondern es war ein Multiplayer-Spiel. Spezifisch ist es rausgekommen für die PlayStation 3 PlayStation Network-Geschichte, welches deren Online-Plattform war zu der Zeit, und auch für Xbox Live Arcade, die Online-Plattform für die Xbox 360. Und in diesem Netzwerkbereich war dieses Spiel ein Multiplayer-Spiel, das man spielen konnte, wo man viele verschiedene Protagonisten von alten Castlevania-Spielen spielen kann und mit Freunden zusammen Missionen abschließen kann. Wir werden hier einen sehr speziellen Run auch sehen, denn wir werden einen Run bzw. eine Kategorie sehen, wo alle Charaktere gezeigt werden, die dieses Spiel hat. Etwas, das normalerweise nicht der Fall ist. Diese Kategorie und dieser Speedrun als Ganzes, inklusive Route, wurde spezifisch zusammengefügt von dem besten Spieler zu diesem Spiel, Kane Naka. Für GDQ. Das gibt es nicht auf der Leaderboard so. Wir haben hier auch schon unseren ersten Skip gesehen mit Simon Belmont, den ersten des Belmont-Clans. Dieser hat relativ wenige Movement-Möglichkeiten, hat allerdings die Fähigkeit von Martial Arts, also kann er diesen Dive-Kick, mit dem er ziemlich schnell sein kann und wenn er einen Gegner hittet, auch einen großen Bounce von kriegen kann. Und wir haben das spezifisch benutzt bei den zwei Merman-Gegnern, die bei dem Wasser dort waren, haben zwei Dive-Kicks gemacht, während sie ihre Spawn-Animation haben, um einen Riesenteil von Chapter 1 hier zu skippen, um hochzufliegen. Und wir werden viel davon sehen. Wir werden mit jedem dieser Charaktere eigene Move-Möglichkeiten haben. Manche Möglichkeiten sind geteilt voneinander, so wie dieser Dive-Kick, der sehr viel ermöglicht. Mhm. Jeder Charakter hat auf jeden Fall sehr eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten, Damage zu machen. Für Simon spezifisch, er ist der Protagonist von Castlevania 1 und 2, also wirklich die ersten Teile auf der alten NES. Dementsprechend sieht er auch aus. seine Hauptwaffe oder seine Hauptweise, DPS zu machen, ist mit seiner Primärwaffe, den Vampire Killer. Das ist seine Peitsche in Kombination mit dem Holy Cross, welches eine gute Subweapon ist, die öfters hittet und relativ viel Base-Damage macht. Im Chat kam eine Frage auf, inklusive der DLC-Charaktere. Korrekt. Okay. Tatsächlich, den Gentleman, den wir gerade gesehen haben, Herr Simon, war einer der DLC-Charaktere, die wir noch sehen werden. Er war ein DLC. Wir werden noch ein paar mehr sehen. So. insgesamt gibt es 11 Chapters, die wir hier spielen werden. Und die Hälfte davon ist tatsächlich auch erst im Nachhinein dazugekommen als Paid DLC. Das heißt, Chapter 1 bis 6 waren von Anfang an dabei. Und der Rest war sich zu kaufen mit Xbox Points oder was auch immer für eine Währung es gab bei diesen Netzwerksystemen. Wir haben hier jetzt Richter Belmont. Ja, genau. Richter Belmont ist der Descendant von Simon. Er ist hauptsächlich der Protagonist von Castlevania Rondo of Blood und man sieht ihn auch sehr prominent in Symphony of the Night, ein Spiel, das vielleicht einige von euch kennen. Sein Movement in diesem Spiel macht sehr viel Spaß. Er hat hier auch Dive-Kicks und Backflips, hat aber auch hier seinen Slide-Kick, mit dem er nach vorne sliden kann und ist währenddessen, ich glaube, teilweise komplett unverwundbar. Und er hat teilweise auch die Möglichkeit, mit seinen Kicks in der Luft, ein Move, den er hat in Portrait of Ruin, ziemlich cooles Move in der Luft zu machen, weiter zu fliegen in der Luft als normalerweise möglich. Mhm. Und das erlaubt für cooles Movement und coole Skips, die wir dort gesehen haben. Gerade in diesem größeren Raum, da hat man es eben sehr gut gesehen, wie viel wir da eigentlich überspringen können. Genau, ja. Wir haben hier
dem Boss Nummer 2 von Chapter Nummer 2, Puppet Master, in sehr klein. Wir haben ihn gekillt. Es hat eine Durchschnittszeit von so 10 Sekunden gebraucht. Ihr habt gesehen, die Knives von Richter sind ein bisschen gut. Jo. Ich habe für den damals deutlich länger gebraucht, das weiß ich noch. Bei dem hatte ich schon richtig Probleme. Das Spiel ist generell sehr schwer, also fand ich zumindest damals. Ja, es ist anerkannt als ein sehr schweres Spiel. Es ist tatsächlich darum gebalanced, dass man mit mehreren Leuten zusammen eine Map cleared. Und deswegen sind Solo-Runs von diesem Spiel sehr herausfordernd, vor allem in der Hard-Difficulty, die wir, glaube ich, sogar spielen. Ich bin mir unsicher. Da stand eben zumindest Hard über dem Chapter. Well, there you go. Was noch zusätzlich zu erwähnen ist, wobei dazu erst später, wir haben den nächsten Charakter ausgewählt und der kommt vielleicht nicht vielen von euch bekannt vor, aber das ist Maria. Naivia meinst du? Ich habe immer Naivia genannt, deswegen. Aber weil die ziemlich naiv war in Symphony of Night. Achso, ja, fair enough. Ja, okay, fast. Okay. Aber ja, es ist Maria Rinnard, die man vielleicht auch aus Symphony of the Night kennt, nur in ihrer Erwachsenenform. Tatsächlich war diese Dame allerdings schon eine Vampirjägerin, seitdem sie 12 ist, und das ist die Form, in der wir sie hier sehen. Sie hat mit 12 schon in einem Castlevania-Spiel, dessen Namen mir gerade entfällt. War es Rondo of Blood? Ich glaube, es war Rondo of Blood. Ja, müsste Rondo of Blood gewesen sein. Yeah. Kommen wir mal so ein bisschen durcheinander, aber ja. Sie hat auch damals schon sehr viel Macht gehabt und Celestial Beasts gesammelt, um Dracula aufzuhalten. Und diese Form spielen wir hier. Sie hat einige Tiere, die sie sammeln kann. Wir sehen davon relativ wenig, weil wir müssen hier tatsächlich recht viel rauszoomen bei der Map, um den Boss zur Gänze zu sehen. Der Boss hier ist übrigens Menace. Der finale Boss von Dawn of Sorrow, also Castlevania Dawn of Sorrow. Und er hat nur ganz spezifische Weak Points an seinen Knien und ich glaube unter seinem Kopf, die man hier spezifisch treffen muss, damit der überhaupt Schaden nimmt. Wir haben unsere Tiere in den Tod geschickt, um das für uns zu machen. Das war sehr effektiv. Aber ja, deswegen mussten wir da rauszoomen, damit wir diese Weak Points sehen können. Allgemein, ihr habt jetzt probably auch schon gesehen, dass es die Möglichkeit gibt in diesem Spiel, dass man sehr weit rein und rauszoomt, weil es sehr viel auf einmal im Abgehen kann und die Entwickler wollten einem die Chance geben, die anderen Mitspieler irgendwo, die im Schloss sein können, auch zu sehen und deswegen ist alles recht klein gehalten. Genau. Lisa hat auch gefragt, ob Harmony of Despair vor oder nach Symphony of the Night spielt. Er spielt komplett außerhalb der Timeline. Hat es sieht auch schon beantwortet. Also es ist quasi so ein Fan-Ding einfach nur. Genau, also kanonisch ist in einem Buch die gesamte Geschichte niedergeschrieben von Count Dracula und jedem, der ihn aufgehalten hat in den vielen Jahren, wo er und sein Schloss wieder aufgetaucht ist. Genau. Und in diesem Buch hat sich das Schloss selbst belebt und hat die Seiten irgendwie miteinander verschmolzen. Und jetzt sind in diesem Buch die Geschichten von all diesen Helden verschmolzen, obwohl sie kanonisch nicht zur selben Zeit existieren. Den wir jetzt sehen, das hat Seed korrekt gesagt im Chat, ist Julius Belmont. Der letzte der Belmont-Familie, der ein wichtiger Charakter war für Castlevania Area of Sorrow und später auch Dawn of Sorrow. Er ist tatsächlich einer der wichtigsten Belmonts von der Story her, denn er ist tatsächlich derjenige, der Count Dracula in 1999 ein für alle Mal gekillt hat. Oder zumindest ist das, was Leute denken. Irgendwie kommt er ja immer wieder zurück. Ja, er ist irgendwie schwer zum Aufhalten, nicht zurückzukommen. Aber ja, Julius hat sehr ähnlich zu Richter das Movement, das ein Belmont hat mit Dive Kicks und hat ebenso den Vampire Killer als Waffe und auch die Knives, die Richter hatte. Und dementsprechend ist auch unser DPS, wenn wir Backdash Cancels benutzen, um einfach unendlich viele Knives zu werfen. Gut. Wir kommen zu Chapter 5 und tatsächlich zu vielleicht dem seltsamsten Charakter, den es in diesem Spiel gibt. Den ihr jetzt sehen werdet, ist Getsu Fuma. Getsu Fuma ist tatsächlich nicht Teil von irgendeinem Castlevania-Spiel, sondern er ist der Protagonist von einem Spiel, das Konami für die NES-Zeit einmal rausgebracht hat, welches den Namen Getsu Fuma denn trägt.
Dieses Spiel ist ein eigenes japanisches mythologisches Spiel, das aber einige Gegner von der Castlevania-Reihe auch benutzt hat. Und diese Gegner sind auch vereinzelt in diesem Spiel zu sehen. Und einige Minions, die zum Beispiel auch Soma benutzen kann, sind von Getsufuma. Denn es ist ein bisschen ein Gag von den Entwicklern und auch ein bisschen eine Hommage an dieses alte Spiel, weil es eben ein paar einzelne Gegner damals geteilt hat mit Castlevania und dementsprechend auch Anspielungen gemacht hat auf Castlevania. Ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt ein Skelett, das eine Peitsche trägt. Eine Anspielung auf Simon Belmont. Das Skelett trägt den Namen Scheimen, also mit einem H drin. Also, ja. Dieser ist ein Ninja, dementsprechend hat er auch Ninja-Movement mit Dive-Kicks und Front-Flips und Non-Stop-Stabs, die er machen kann. Um massiven DPS zu machen, müssen wir nah an unseren Gegner kommen, um diese Spread-Projektile, die wir nutzen als unsere Waffe, alle treffen zu lassen. Wir sehen hier Death, ein klassischer Bosskampf in all den Castlevania-Spielen, absolut vernichtet durch dieses Projektil. Oh, nur eine Form? Das ist auch eher selten. Ja, ist oldschool. Ja, gut, okay. Akzeptiert. Genau. Ich habe gleich den Dragoon-Helm bekommen. Oh, hey, cool. Oh. Eine Sache, die noch zu erwähnen ist, die Maps, so wie sie aufgebaut sind, nehmen sehr viele Sprites und sehr viele Raumstrukturen von bereits bestehenden Spielen. Sehr viele Hintergründe sind von zum Beispiel diese Map zur Gänze von Portrait of Ruin. Und wir haben auch viele Räume davor schon gesehen, die von den DS-Teilen sind. Einige Räume, die straight von Dawn of Sorrow kamen, einige Räume, die von Portrait of Ruin kamen und ein paar Räume, die auch sehr stark an Symphony of the Night erinnert haben. Und diese gesamte Map, so wie Sie hier sehen, ist tatsächlich eine Portrait of Ruin Map. Dies ist die erste von den DLC-Chapters, die hinzugefügt wurden, und wir spielen sie durch als Shanoa, die Protagonistin von Castlevania Order of Ecclesia. Sie ist eine sehr besondere Protagonistin, denn sie ist nicht Teil von dem Belmont-Clan. Sie benutzt Glyphen, um ihre Magie umzusetzen, um damit die Folger von Dracula zu eliminieren. Und dementsprechend hat sie auch sehr spezielles eigenes Movement, spezifisch mit der einen Glyphe, welche Magnus heißt. Ein magnetisches Feld, das ihr erlaubt, bei bestimmten Nodes auf jeder Map von einem Mod zum anderen zu fliegen, wie zum Beispiel hier können wir straight über diesen Final Guard-Gegner einfach drüber fliegen, direkt zu dem Schalter hoch und direkt weitergehen. Eine Sache, die wir auch schon sehr oft hier und da sehen konnten, ich aber noch nicht erwähnt habe, es gibt tatsächlich sehr tiefgehendes Speedtech in diesem Spiel, das nicht sehr auffällig ist, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss. Aber Kei Naka ist gut genug, dass er das aus dem Handgelenk kann. Es ist schwer, das tatsächlich umzusetzen, selbst wenn man ein erfahrener Castlevania-Runner in anderen Spielen ist. Mhm. Spezifisch, einer der Tricks, die dauerhaft benutzt werden, sind Corner Boosts. Wann auch immer man einen Dive-Kick genau auf dem Pixel macht, wo eine Ecke zu Ende geht, behält man die Geschwindigkeit von einem Dive-Kick, aber die Dive-Kick-Animation bleibt, ist zu Ende und man kann seine normale Fallgeschwindigkeit haben, allerdings mit der horizontalen Geschwindigkeit von dem Dive-Kick. Das erlaubt einen für kleine Distanzen sehr schnell zu sein und wo auch immer es möglich ist, wird das in die Route mit reingetan. Auch nur einen Einzelnen zu hitten, ist verdammt schwer und Kei Naka hat das hier und da so nebenbei dauerhaft schon gemacht. Also ihr könnt ein bisschen drauf achten. Gut, währenddessen haben wir den Boss von dieser Pyramide absolut vernichtet. Tatsächlich habe ich dich genau gesehen, wie sie war ein bisschen klein, aber es hat nicht lange gebraucht. Jo. Kann man das Spiel heutzutage überhaupt noch irgendwo spielen? Es wurde, ich glaube, 2019 wieder rausgebracht für das Netzwerk, das in Xbox One in Verwendung ist. Aber abgesehen davon ist es sehr schwer, dieses Spiel heutzutage noch zu spielen, was auch der Grund ist, wieso es so wenige Runner und auch so wenige Showcases allgemein von diesem Spiel heutzutage gibt. Es ist sehr schwer, das Spiel noch irgendwie zu sehen. Umso cooler, dass Kei Naka, welcher der Weltrekordhalter schon seit 10 Jahren
das heute zeigen kann. Mhm. Da habe ich mich nämlich auch gefreut, als ich das gesehen habe. Yeah. Allein deswegen. Aber ich versuche nämlich auch schon seit... Oh, was war das? Das war oh, ja, es gibt tatsächlich Glitches und Speed Tank, die in diesem Run sehr normalerweise oft zu sehen sind, wenn man in charakterspezifischen Runs ist. Yoko tatsächlich, oh nein, nicht Yoko, Charlotte, die wir jetzt gerade sehen, hat ebenfalls eine Speed Tag. Dadurch, dass sie einen Slide besitzt, kann sie, während sie gecrouched ist, sich in Ecken positionieren, in denen viele Charaktere sich nicht rein positionieren können. Wenn wir in diesen Ecken bleiben und dann von Gegnern auf eine bestimmte Weise weggenockt werden, wird tatsächlich unsere Hitbox in die Wand rein gepusht. Und dann schiebt uns das Spiel in die nächstmögliche Position, wo wir dann wieder in der Map sind. Und in dem Fall war es halt ein Teil von diesem Unterwasserbereich, den wir übersprungen haben. Diese Map als Ganzes übrigens ist eine Map, die 1:1 von, oder Teile der Maps, die von Symphony of the Night übernommen wurden. Genau. Die Höhlen, die Katakomben. Und wir haben ja den Boss auch schon gesehen am Anfang. Das ist Legion, beziehungsweise Grand Falloon. Darüber hatten wir ja während Symphony of the Night schon geredet. Genau, ja. Das wird auch der finale Boss hier sein, den wir gleich sehen werden. Mhm, genau. Du, Charlotte selbst, Charlotte Arlene, sie ist einer der zwei spielbaren Protagonisten / Protagonistinnen aus Portrait of Ruin. Mhm. Sie ist eine Magiernutzerin, die sehr wenige Möglichkeiten hat am Movement im Originalspiel, ohne ihren Freund dessen Namen ich gerade vergessen habe. Jonathan Morris. Aber in diesem Spiel hat sie tatsächlich ein paar Möglichkeiten. Eben durch den Slide, den sie hat, hat sie ein bisschen mehr an Möglichkeiten. Und in Kombination mit Zips ist sie tatsächlich ziemlich cool. Okay. So, auf geht's zu Grand Loon. Yeah. Hier sieht man ihn wenigstens auch mal ordentlich. Bei Symphony of Night war der ja so schnell weg. Da hat man ja kaum was gesehen. Oh, wow. Ich würde argumentieren, dass wir nicht viel länger ihn sehen, aber wir sehen auf jeden Fall mehr von ihm. Denn, genau. Legion als Konzept ist bestehend aus vielen, vielen Teilen, die eine Leichenhülle sind. Wenn man diese Leichenhülle entfernt hat, hat man den Kern von Legion, der dann mit so Tentakelarmen Laser auf und schießt. Mhm. In jedem der Castlevania-Spiele muss man zuerst die Hülle entfernen, dann den Kern. Es gibt aber auch immer wieder viele Möglichkeiten, beides gleichzeitig zu treffen, weshalb es auch sehr oft ein sehr schneller Boss ist. Und somit ist er, ich glaube, ziemlich schnell am Sterben in dem Spiel von der Map, die wir gesehen haben, in Symphony of the Night, und auch von dem Spiel, von dem der Charakter gestammt ist, den wir gerade gespielt haben, in Portal of Ruin. Gut, wir haben hier eine weitere Map, die direkt aus Soten entnommen wurde. Diesmal ist es die erste Hälfte von dem ersten Castle, also der Entrance und das Alchemielabor, das man am Anfang hat. Und der Boss hier ist tatsächlich nicht ganz kanonisch, aber halb kanonisch. Der Boss, den man in Castle 2 bekämpft in diesem Bereich. Und ich habe dessen Namen gerade vergessen. Oh Gott, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welcher das ist. Es ist der, der mit Fliegen kämpft und von selbst zerfällt. Ach, Belzebub. Ah, Beelzebub. Oder Beelzebub, ja. Also ich nenne ihn immer Belzebub. Okay, so die deutsche Version quasi. Fair enough. Hm? Genau. Den Charakter, den wir gerade so irgendwie erkennen können, das ist Yoko. Yoko ist tatsächlich auch einer der DLC-Charaktere, die man sich besorgen konnte. Sie ist einer der Nebencharaktere, die in der Story von Castlevania Dawn of Sorrow und von Area of Sorrow vorhanden ist. Sie ist eine Begleiterin von Soma Cross, welcher ist der spielbare Charakter in dem Spiel. Und auch sie ist mehr im Hintergrund von Magie unterwegs und unterstützt die Party mit ihrer Magiefähigkeiten. Und auch die Magie-Spells, die wir hier in dem Spiel haben, sind mehr oder minder 1:1 entnommen von Castlevania Dawn of Sorrow, wo sie in einem extra Spielmodus spielbar war mit diesen drei verschiedenen Spells. Sie hat noch ein paar mehr in diesem Spiel. Zum einen dieser, der nicht in dem anderen Spiel vorhanden ist, ist furchtbar mächtig. Ein Multi-Hit-Holy-Spell, der Beelzebub absolut vernichtet. Das war er.
Man hat mal kurz gesehen. Genau. Genau. Aber immer noch länger als in Symphony of the Night, in dem Speedrun. Ja, stimmt. Ja, ich meine, da ist er ein bisschen arm dran, wenn man Shield rollt und. Naja, da ist er eher arm ab, so wie er aussieht. Ja, okay. Egal. Ja, ihm fällt auch der Arm ab, also ist okay, passt. Gut. Wir haben. Richtig gesehen habe, spielen wir jetzt mit Soma. Den hattest du gerade erwähnt. Korrekt, ja. Soma Cross für Chapter 10, die vorletzte Chapter, die wir hier spielen werden. Und diese Chapter ist tatsächlich eine besondere, denn es ist eine Anspielung direkt auf Castlevania 1 und wie dieses aufgebaut ist, direkt bis hin zum Schloss zu Dracula. Allerdings, wenn ich dieses Setup hier sehe, werden wir nichts von dieser Map sehen und auch nicht sehr viel von Soma. Denn es gibt hier tatsächlich einen sehr präzisen Trick, hier ganz am Anfang der Map, den man machen kann. Und zwar, Soma hat hier eine Fähigkeit oder eine Soul, die er benutzt, namens Puppet Master. Er erlaubt uns, dass man so eine kleine leere Puppet werfen kann. Und wenn sie an einem Ort landet am Boden, dann teleportiert sich Soma von dem Ort zu dem Ort, wo diese Puppet gerade ist. Wenn wir sie genau so positioniert haben und dann gleichzeitig einen Dive-Kick machen, in den auf die Weise, dass wir uns in die Wand reinklippen, dann klippen wir straight nach oben bis zu dem Punkt, wo wir auf der Decke der Map landen. Dann können wir uns seitlich in den Raum von Dracula reinklippen und die gesamte Map überspringen. Wow. Dies ist der Hauptgrund, wieso Soma-Runs die schnellsten sind in der Solo-Kategorie. Normalerweise in Speedruns von Harmony of Despair spielt man nur einen Charakter für eine gesamte Speedrun Duration, das heißt für alle Chapters. Und Soma ist einer der besten, weil er den Divekick besitzt für gutes Movement, er besitzt sehr coole Seelen und sehr gute Waffen. Wir sehen hier gerade nämlich das Melman Way plus 1 oder für die Leute, die Symphony of the Night gespielt haben, das Chrysagrim plus 1. Also er hat in Waffen, Utility mit seinen Seelen und auch in Movement eine der besten Möglichkeiten und durch diese Puppet Master Seele am Ende hat er die Möglichkeit, gesamtes Chapter 10 zu überspringen mit dem Clip, den wir gerade gemacht haben. Oh. Das hat auch wunderbar geklappt. Ein paar Anläufe hat er gebraucht, aber er hat es tatsächlich schneller hingekriegt als in seinem Weltrekord-Run. Der Trick ist wirklich, wirklich präzise. Okay. Oh, und jetzt haben wir den vielleicht bekanntesten Charakter aus der Castlevania-Reihe, nämlich Alucard. Yes, der Sohn von Dracula. Ihr könnt es vielleicht rausfinden, wenn man seinen Namen einmal rückwärts anschaut. Aber auch er ist ausgerüstet mit dem Chrysagrim und ist dementsprechend auch nicht wirklich am Sterben, wenn man ihn spielt mit der Waffe. Die Map, die wir hier spielen, ist tatsächlich die letzte, die wir in dem Run sehen werden. Chapter 11 ist eine Map, die direkt aus Getsufuma ist. Wir haben davor den Charakter Getsufuma gespielt. Hier ist die Map zu seinem Spiel dazu, mit dem Song von dem Spiel, welcher auch heißt Getsufuma. Oh. Sie sind sehr einfallsreich gewesen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Sehr kreativ. Ja, also das Spiel heißt Getsufuma, denn der Protagonist heißt Getsufuma und der Song heißt Go Getsufuma. Also, ja. Die kleinen Gegner, die wir dort gesehen haben, diese Skelette, die mit Whips ausgerüstet waren, und hier sehen sie hier oben gerade noch einmal, das waren die Shimans, die ich davor erwähnt habe. Ah, okay. Gut, wir haben hier den Boss von dieser Stage, oder eher ein Mini-Boss, denn Velman Way ist ein bisschen stark. Also, das Chrysagrim. Genau. Was das Gameplay von Alucard in dem Spiel angeht, er hat die Möglichkeit, genauso wie Soma, mit vielen, vielen verschiedenen Waffen ausgerüstet zu werden. Er ist nicht gebunden auf pure Magie oder nur die Vampire Killer Peitsche. Somit hat er eine sehr flexible Weise, das Spiel zu spielen. Und er ist ebenso ausgerüstet mit Double Jump und Dive Kick. Das heißt, jegliche Möglichkeit, die wir haben, wo wir an der Ledge einen Corner Boost machen können, wird das ausgenutzt. Selbst bei dieser kleinen Map, wo es sehr wenig an Vertikalität gibt, haben wir hier und da das einzelne Male gesehen, wo wir diese kleinen Boosts gemacht haben. Einen Dive Kick Pixel perfekt an die Ecke dran. Und wir können direkt Boss 2 begegnen und direkt Ciao sagen. Er ist schon weg. Ob Alucard einfach Dracula rückwärts ist. Wait, what? Ja.
Das, ich meine, du hast es selbst gerade niedergeschrieben, Anakin. Lies mal Alucard rückwärts. Das, aber ja. Wir haben hier übrigens auch mit Alucard die Fähigkeit, zwar nicht zu sliden, weil er hat nie die Fähigkeit in seinem Originalspiel gehabt, zu sliden, also am Boden gecroucht sich zu bewegen. Er hat allerdings die Form eines Wolfen. Oder eines Wolfs, eines... Ja. Ja, Wolfes halt. Eines Wolfes, ja. Angenommen, das heißt, wann auch immer man den Slide-Input macht, verwandelt sich Alucard schnell zu einem Wolf und rennt ein bisschen mit dem vor. Er ist, ja, eine leicht vereinfachte Form von was die Wolf-Form in dem Originalspiel ist. Aber hey, immer noch eine coole Hommage und immer noch akkurat so, was er kann. Wir können uns ebenfalls in die Mistform verwandeln, die hat allerdings nicht so viel Utility in diesem Spiel. Ich glaube, sie ist hauptsächlich für temporäre Unverwundbarkeit und für, wenn man an Ort und Stelle bleiben will, bei Platforming-Sections in der Luft, kann man das nutzen, um sich ein bisschen in der Luft zu halten. Allerdings, die Utility dafür ist limitiert. Gut. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, bei dem letzten Boss von dieser Chapter. Ich muss gestehen, ich bin nicht sehr wissend, was diese Chapter angeht. Es sieht auf jeden Fall sehr final aus. Wir haben hier tatsächlich einer der Spells verwendet, die Alucard in seinem Originalspiel auch hat. Tetra Spirit ist normalerweise ein Spell, der einen ziemlich interessanten Input braucht. Man muss für 2 Sekunden nach oben gedrückt halten und dann in einer Half-Circle-Motion von oben nach vorne nach unten lenken und dann Attack drücken. Und wenn auch noch einer den nochmal nach oben und Attack. Ich habe den selber nie genutzt. Eigentlich braucht man ja in Symphony of the Night nur Soul-Steal und damit ist man ja gut bedient. Ja, nee, tatsächlich braucht es nur den Charge nach oben für 2 Sekunden und dann oben, vorne, unten plus die diagonale Inputs dazu. Okay. Ist dennoch eine Hölle zum Inputten. Ja, ja. Das kommt nie raus. Gott sei Dank ist es hier einfach nur äquivalent zu einem Sub-Weapon, was andere Charaktere haben. Somit ist es etwas leichter zu benutzen in dem Spiel. Gut, wir haben tatsächlich eine Chapter übersprungen, die wir noch nicht gesehen haben. Chapter 6 ist die finale Chapter, die nicht DLC war für dieses Spiel. Und somit beenden wir auch diesen Speedrun mit dieser Chapter, mit Chapter 6. Und wir spielen sie als Jonathan Morris, welcher auch aus Portrait of Ruin kann. Er war der zweite von den Protagonisten, den man in dem Spiel spielen kann. Er ist der Erbe von dem Vampire Killer, nachdem diese Peitsche von dem Belmont Clan entfernt wurde. Nachdem Dracula gekillt war, hat sich der Belmont Clan aufgelöst und die Morris-Familie hat diese Waffe verteidigt und gewertschätzt für, wenn Dracula jemals wieder auftaucht. Und Jonathan hier ist der Träger dieser Waffe in der Zeit, wo wir Portrait of Ruin spielen. Hier gibt es anscheinend einen ziemlich coolen Trick, den man mit Jonathan machen kann. Deswegen spielen wir ihn für diese Chapter. Allerdings präzise wie eh und je. Es braucht ein paar Versuche. Man kennt es von dem Spiel. Es gibt einige pixelperfekte Dinge. Und ich könnte euch nicht sagen, wie diese funktioniert. Es gibt keinen Run von Jonathan, den ich verfolgen konnte. Ja gut. Bleibt halt einfach ein Mysterium. So. Ja, genau. Machen Sie das entspannt. Oh, das sieht aber gut aus. Oh ja, das sieht wirklich gut aus. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine Ahnung, was passiert ist. Nämlich, Jonathan hat, wie auch in Portrait of Ruin, Fähigkeiten, die spezielle Inputs brauchen, die man machen kann. Und diese Fähigkeiten tragen wieder einfach den allgemeinen Namen von Martial Arts in den Spielen. Einer davon, die es in diesem Spiel gibt, ist so ein Dash nach vorne, den ihn für kurze Zeit Unverwundbarkeit gibt. Es verbraucht allerdings Mana. Normalerweise nicht sehr nützlich für ein Casual Playthrough, aber wenn man diesen Dash-Input macht und dieser Dash hat dann genau auf dem Pixel genau auf, wenn man über eine Ledge drüber geht, dann anscheinend sind wir mit sehr starker Beschleunigung nach hinten geschleudert worden. Und diese Beschleunigung hat nie aufgehört, zu dem Punkt, wo wir schnell genug waren, dass wir in die Kollision der Wand reingekommen sind. Das heißt, die Wall Collision ist nicht mehr mitgekommen und hat uns in die Wand reingeklippt, straight nach oben zu Dracula selbst. Also, das war meine Interpretation. Ansonsten, der Kampf gegen Dracula war
sehr Standard, die Dracula-Phasen zuerst. Er in menschlicher Form, wo man nur den Kopf treffen kann. Danach seine Dämonenform, wo man alles treffen kann. Mhm. Und das war der Run zur Gänze. Oh. 28:44. Es gibt keinen Weltrekord zu diesem Speedrun, denn wie gesagt, diese Kategorie wurde spezifisch erstellt als Showcase für GDQ. Mhm. Jedoch, man kann es vergleichen mit dem Weltrekord von der Soma Only oder von der einzelnen Charakter Speedrun-Kategorie. Und ich glaube, die ist sehr kompetitiv, wenn man es damit vergleicht. Lass mich ganz kurz checken. Ganz kurz mal eine Anmerkung nebenbei. Es wird wohl auch noch ein Showcase geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Deswegen ist nämlich auch die Estimate so hoch angesetzt gewesen. Zwei Incentives, die gematcht wurden. Einmal die Sprache, die dabei auf Japanisch sein soll. Und dann Zipglitch Showcase mit $5,000, was gematcht wurde. Genau, das meinte ich. Das habe ich vorhin im Chat gelesen. Sehr schön. Dann werden wir jetzt auch gleich sehen, wie Zips aussehen in einer exklusiven Variante. Sehr schön. Und ich möchte mal ein bisschen klugscheißen, wenn man schon darüber diskutiert, ob er jetzt Vlad Dracul hieß oder Vlad der dritte Draculea, kann man auch Tepish noch mit erwähnen, der Fehler. Der Name, der gehörte, oder dieser Zusatz gehörte eigentlich immer schon mehr oder weniger mit dazu. Nicht Vlad seit Tepish, Geburt, Dracul. Den hat er erst danach bekommen. Weil ja, ich weiß. Aber wenn man heutzutage über ihn redet, da gehört das Tepish, also T-Pets geschrieben mit C am Ende, gehört einfach mit dazu. Deswegen, es passt schon, dass er Dracul hieß am Ende und so bekannt wurde. Ja. Ist halt ein Zufall, dass es so gut passt mit Alucard oder Lucard. Ja, woher kommt das mit Alucard ursprünglich? Das hatte ich letztens schon mal erwähnt. Okay, darf ich kurz reinjieten? Ja, hi Riesel, was gibt's? Dracul war der Vater von Dracula. Das war Vlad Tepish der Zweite. Das war der Vater von Vlad dem Fehler. Deswegen heißt es Dracula, weil Dracul ist der Drache innerhalb des Drachenordens und Dracula oder Draculea ist der Sohn des Drachen. Okay. Oh, Bildung. Sowas genau, wollen wir auf dem Kanal nicht haben. Vlad der Dritte. Und okay, so, der Run, oder das Showcase. Ich lasse euch weiter machen. Alles klar. Ja, man lernt halt nie aus. So, und wir machen das Ganze mit Richter. Yes, also wir werden jetzt nicht nur lernen, von wie man Dracula den Zweiten am richtigsten ausspricht, sondern wir werden jetzt auch ein paar Sips sehen und wie die ausgemacht werden. Denn wie schon Seed geschrieben hat, als was das was die Description ist für das Incentive. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, Zips durchzuführen in diesem Spiel. Es gibt sehr viel tiefgehendes Speedtag, das gefunden wurde über die 10 Jahre, wo dieses Spiel gerannt wurde. Auch wenn es eine kleine Community ist. Und die sind schwer. Die sind weird zum Kriegen. Sie erlauben für sehr schnelle Completions. Theoretisch, praktisch allerdings, ist es wirklich schwer, diese Dinger richtig zu kriegen. Willkommen zurück. Wir haben bereits eine Zip-Variante gesehen, als wir Soma gespielt haben, mit der Puppet Master Seele. Das ist einer der praktikabelsten Zips, die es gibt, eben weil es eine gesamte Maps gibt. Es gibt allerdings viele verschiedene Möglichkeiten, Zips durchzuführen. Die wenigsten sind tatsächlich in großer Verwendung, weil sie eben so verdammt schwer sind zum Kriegen. Die hauptsächlichen Zips in den Solo-Character-Speedruns sind die in Chapter 1 funktionieren, wenn es welche gibt in Chapter 1 für diesen Charakter. Weil man halt den Run direkt starten kann, es dann versuchen kann und wenn es dann ein paar Mal nicht klappt, dann kann man direkt neu starten und den Run von vorne starten. Okay. Aber ja, wir sehen hier jetzt die Möglichkeit, die wir mit Richter haben, und zwar ein sehr präziser Dive-Kick in die Ecke dort erlaubt uns, in diese Säule reinzuklippen. Das hat er schon mehrmals jetzt geschafft. Nur, ich nehme an, dass er auf eine bestimmte Weise in der Säule dann landen muss, damit er von dem Pixel in der Säule weitere Dinge machen kann, um den Clip richtig durchzusetzen. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn es richtig umgesetzt ist. Ich möchte übrigens ein kurzes Shoutout geben, sein Nebenkommentator von Hey Naka gerade im Hauptstream. Ey, da ist es! Oh, geil.
Okay, man. Ey, also. Ja! Okay, es war derselbe Trick, den wir gesehen haben mit Jonathan Morris, als er perfekt in die Ecke dort reingeklippt ist mit dem Dash, dass er denen diese unendliche Beschleunigung nach links geben. Wir haben gerade dasselbe mit Richter gemacht, auf eine ähnliche, aber andere Variante, die ihn straight nach links geboostet hat aus dem Map heraus, und dann konnten wir in der Luft, solange wir out of bounds waren, mit unseren Slide Dashes, die Richter hat, uns nach oben bewegen bis hin zu Dracula, straight zum Ende. Das ist wirklich ein sickes Ende, aber ich verstehe, wieso man den Run nicht damit abschließen wollen würde, weil das sah wirklich schwer aus. Hat sehr viel Potenzial, Zeit zu verlieren an der Stelle. Ja. Yeah. So wie alles in einem Speedrun, wo man Risiko und Reward evaluieren muss, ist es das wert, dafür zu gehen? Wenn ja, wie viel will ich das üben, wenn ich für dieses Spiel regelmäßig trainiere? Ist es dann 70% mein Trainingsregimen und komme ich dann überhaupt klar mit anderen Run-Attempts, mit anderen Tricks? Es ist alles ein Pro und Con, wenn man sowas entscheidet zu nehmen. Ich muss gerade wegen Cases Spruch lachen. Ja, also, der kennt ihn nicht, den neben Kombi, ey, da ist es! Ich wollte den Shoutout geben an Jupiter Climb, der gerade das Nebenkombi macht für Kay Nacker. Er ist ein sehr wissender Castlevania-Runner von vielen verschiedenen Castlevania-Spielen und der wird auch im nächsten Run sein Zeug zeigen in Area of Sorrow.